Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Dude Yourself Inspiration. Ich bin's Kati und ich bastel heute etwas, das man super schön der allerbesten Freundin schenken kann. Vielleicht seid ihr noch auf der Suche nach einem Geschenk für eure beste Freundin und vielleicht ist das hier eine ganz gute Idee für euch. Also, ich habe hier einen Briefumschlag, ich habe ein bisschen buntes Papier, ich habe ein bisschen silberfarbenes Papier, ein paar kleine Glitzersteine zum Verzieren und ein bisschen Washi-Tape zum Verzieren. Und eine Schere und natürlich einen Stift, um das Ganze zu beschriften. Als erstes möchte ich mir hier aus dem silbernen Papier eine Sternschnuppe ausschneiden. Das ist natürlich nicht ganz einfach, deswegen male ich mir die hier vorher vor. Man kann natürlich auch einen Stern nehmen und den abmalen und dann hinten noch so einen Schweif dran malen. Und man kann es natürlich auch frei Hand versuchen, also je nachdem, was ihr euch so zutraut. Als Vorlage kann man zum Beispiel gut ein Ausstechförmchen vom Plätzchenbacken nehmen. Oder wenn ihr sonst irgendwo einen Stern habt, einfach drauflegen und abmalen. Ich versuche es jetzt einfach mal so. Und hier hinten dann noch einen Schweif. Ausschneiden. Und die Sternschnuppe ist fertig. Die sieht natürlich ein bisschen krumm und schief aus. Vielleicht hätte ich doch lieber eine Vorlage nehmen sollen. Aber sie ist natürlich so ganz individuell und ich finde, die sieht auch wirklich ganz süß aus. Als nächstes brauche ich das Papier und da werde ich jetzt eine liebe Nachricht draufschreiben. Und in der Nachricht erwähne ich, wenn du eine Sternschnuppe findest, dann darfst du dir etwas wünschen. Liebe Eva, du bist eine tolle Freundin. Wenn du eine Sternschnuppe siehst, darfst du dir etwas wünschen. Und dann habe ich schon ein paar Beispiele geschrieben. Eine Umarmung, ein Eis mit mir, einen gemütlichen Abend mit mir, eine Tafel Schoki. Also da kann man natürlich noch ein paar weitere Beispiele hinschreiben. Ich kenne ja Eva, die wird sich jetzt natürlich nicht einfach irgendwas Riesengroßes wünschen, aber vielleicht, damit derjenige schon mal weiß, ungefähr, was es so sein könnte. Vielleicht auch, um ein paar Ideen und Anregungen der Freundin zu geben. Hier klebe ich auch schon ein paar kleine Sticker mit drauf auf den Brief. Zum Beispiel auf das I klebe ich so eine kleine Blume und sonst noch ein paar kleine Glitzersteinchen. Und ich glaube, ich werde hier zwischen einfach noch so ein paar Fragezeichen setzen. Das kann man sich dann natürlich aussuchen, was man sich davon wünscht. Man kann auch eine kleine Liste oder so machen mit ein paar Ideen. Oder man lässt es einfach ganz und die Freundin sucht sich dann irgendwas frei aus, was sie sich wünscht. So, ich falte den Brief zusammen. Der kommt jetzt hier in diesen Umschlag. Ich hoffe, der passt da auch rein. Ja. Und in den Umschlag kommt außerdem die Sternschnuppe. Und wahrscheinlich zieht man dann hier den Brief raus und dabei fällt dann schon die Sternschnuppe raus. Und wenn man das dann liest, dann weiß man sofort Bescheid, dass man sich was wünschen darf. Also hier ist jetzt alles drin. Sternschnuppe, Brief und das klebe ich zu. Und dafür habe ich ja hier noch so ein bisschen Washi-Tape, um das hübsch zu verkleben. Und dann schreibe ich natürlich außen auch noch was drauf und klebe noch ein bisschen Washi-Tape, ein paar Glitzersteinchen, also einfach, um den Umschlag schön zu machen. So, ein bisschen Washi-Tape, da habe ich schon so kleine Blumen drauf geklebt. Hier unten und hier schreibe ich jetzt noch Evas Namen. Sie hat jetzt ja nicht Geburtstag, aber wenn es zum Geburtstag ist, kann man natürlich schon hier alles Gute, herzlichen Glückwunsch oder so mit draufschreiben. Ich schreibe jetzt einfach nur für Eva. Und schon ist das Ganze fertig. Es ist eigentlich wie ein Gutschein, nur dass derjenige selber entscheiden kann, für was. Ich hoffe mal, also ich habe ja eben schon gesagt, dass sich derjenige nicht was völlig Verrücktes aussucht. Deswegen vielleicht noch vorher so ein paar kleine Anregungen, ein paar kleine Ideen, die man dann mit hinschreibt, was es alles so sein könnte. Aber ich denke, so die beste Freundin, die weiß dann auch direkt, was sie sich so wünscht und was man schön zusammen machen kann. Vielleicht einen Ausflug gemeinsam oder vielleicht gemeinsam ins Kino gehen. Gemeinsam irgendwo ein Eis essen und das ist also dann so eine Einladung, ein Gutschein für so eine tolle Überraschung. Und das Ganze kombiniert mit diesem
kleinen Sternchen mit der Sternschnuppe. Dieser Hinweis, wenn du eine Sternschnuppe siehst, dann darfst du dir etwas wünschen, wie das eben auch ist, wenn man nach oben schaut in den Himmel und dann sieht man da eine Sternschnuppe, dann darf man sich ja auch immer was wünschen. Das darf man natürlich immer nicht verraten, was man sich da wünscht, damit es in eine Erfüllung geht, aber hier bei diesem Brief, ich hoffe, die Eva verrät mir dann, was sie sich wünscht. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen. Vielleicht möchtet ihr die nachmachen für die beste Freundin, vielleicht auch für jemand anders. Vielleicht habt ihr noch weitere Ideen, was man so noch mit reinschreiben kann oder wie man das Ganze noch ein bisschen erweitern oder kombinieren kann. Also gerne alles unten in die Kommentare schreiben. Und sonst lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut sonst auch unsere anderen Videos. Ich habe schon ganz viele Gutscheine, Karten und so weiter hier auf dem Kanal gezeigt. Und Eva natürlich auch. Also einfach mal durchschauen in unseren anderen Videos. Gerne unseren Kanal abonnieren. Und wenn ihr immer eine Benachrichtigung bekommen möchtet, wenn wir neue Videos haben, dann klickt auch neben dem Abonnieren-Button auf die Glocke. Dann bekommt ihr eben immer Nachricht, wenn es neue Videos gibt. Und ihr könnt kein Video mehr von uns verpassen. Ja, das war's für heute und tschüss!